sind die übrigen Männer. Sie wurden getötet. Verdammt. Wir versuchen, Joseph Barras Leiche in das Pantheon zu bringen, doch ein paar Royalisten wollen uns aufhalten. Ich werde euch helfen. Viele Leute warten darauf, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Er ist ein Held der Revolution. Wir müssen die Zeremonie rechtzeitig erreichen. Los! Ja, das wäre irgendwie ein bisschen respektlos, wenn ich jetzt mich auf den Sarg stellen würde. Ja, machen wir das nicht. Helft mir! Aber wie gesagt, also ein zweiter Weltkrieg, das wird auf jeden Fall auch funktionieren. Es wird funktionieren. Ich denke schon. Man muss halt mit den Schusswaffen und so weiter. Klar, dass je weiter du voranschreitest in der Zeit, desto mehr wird es mit den Schusswaffen. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Es muss jetzt in Assassin's Creed nicht die ganze Zeit geballert werden. Das gibt es schon in genug anderen Spielen. Aber wenn man sich das mal so reinzieht, ja, das sind wirklich, keine Ahnung, dass du zum Beispiel am Ende dieses Stauffenberg-Attentat ausführst, vielleicht scheiterst, aber trotzdem versuchst du deine Untergrundorganisation aufzubauen und so weiter und halt so einen elitären Kreis zu bilden, nur aus ausgewählten Personen und alles und versuchst da Hitler zu stürzen, weil er an den Edenapfel geraten ist und deswegen so viel Macht bekommen hat. Oder die nehmen das so, wie es war halt, plus, dass Hitler dann plötzlich an diesen Edenapfel kommt und noch mehr Macht bekommt und vielleicht sogar das den Russen, also gegen die Russen das schafft, sogar durch die Kraft des Edenapfels und so weiter und wirklich kurz davor ist komplette. Also man könnte es natürlich alles einbinden, das wäre nicht das Problem, aber es ist halt die Frage, wie das ankommt. Ja? Eigentlich müssen die ein Setting nehmen, wo möglichst viele Leute Bock drauf haben. Ich weiß nicht, also die größten Sachen haben sie jetzt eigentlich schon weg, also amerikanische Revolution haben sie jetzt weg, da das natürlich immer noch der größte Markt vom Gaming her ist, ist das halt weg, ja. Die Amis haben das jetzt schon mehrfach gekauft, wir haben jetzt schon mehrfach, sind wir schon durch Amerika gesegelt oder geritten oder gerannt. Ja. Ich bin's. Hab Dank, Bürger, dass ihr das Andenken an diesen jungen Helden Frankreichs geschützt habt. Barras Überreste sind angekommen. Können an. Obwohl Joseph Barras kaum mehr als ein Kind war, wurde er in der Vendée zu einem Held der Revolution. Als Royalisten sein Pferd forderten, weigerte er sich hartnäckig. Dafür brachten sie ihn um. In Treue zum französischen Volk rief Barras mit letzter Kraft: Lang lebe die Republik! Ich stimme Robespierre zu, der sagte: Nur die Franzosen haben 13-jährige Helden. Royalisten an die Waffen, Männer! Für Barras Andenken! Zu den Waffen! Für Barras! Viel Spaß mit dem Gift! Oh shit! Weg, weg, weg! Oh fuck! Oh fuck! Moment. Alter, was will jetzt mein scheiß Antivirenprogramm hier? Willst du mich verarschen? Du verdammtes Antivirenprogramm! Du hast mir mein Leben gekostet, ey. Alter! Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Ich weiß es gar nicht. Das hat sich einfach über mein Bildschirm, wo ich hier gerade aufnehme, das ist hervorgeploppt. Was soll der Kack hier? War völlig verwirrt hier gerade, man hat's gemerkt. Meine Fresse, ey. Danke. Nee, warte mal.
Sag nicht, ich muss es nochmal machen jetzt. Das ist ja wohl ein Witz jetzt dann. Das ist ein Witz jetzt hier, oder? Das ist ein Witz. Ach so. Cool. Willst du mich verarschen? Wegen dem dreckigen... Es ist ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Es kann nur wieder mir passieren. Natürlich, klar. Na gut, okay, machen wir das einfach gleich ein bisschen besser. Ja, ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das auch einfach raus. Ist ja blödsinnig jetzt. Oh la la, was geht denn hier ab? Ja komm, ich versau dir die Tour. Was willst du von mir, Mann? Das gehört doch zu dir. Für die Mission zumindest. Dank, Bürger, dass ihr das Andenken an diesen jungen Helden Frankreichs geschützt habt. Was zur Hölle ist hier los? Es ist schon wieder verbuggt, was, ja? Kann es sein, dass es schon wieder verbuggt ist? Ich blicke gerade gar nicht mehr durch, ich soll einfach nur fliehen. Okay, ich fliehe. Jetzt rennen die mir gerade hinterher, den ich gerade noch geholfen... Okay, ich blick gar nicht mehr durch. Es ist schon wieder komplett verbuggt. Mal wieder. Was ein Blödsinn, Junge. Oh, Mann. Ob das so sein sollte? Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube einfach mal nicht. Weg hier! Oh, geh mir nicht auf den Sack, ey. Schnell weg hier, weg. Ich wollte nur die Kokarde einsammeln, ganz kurz. Aber wie? Was für eine Bratwurst? Was ist mit der Bratwurst? Wie krieg ich die denn? Warte mal. Von hier aus springen? Ja. Ja. Geiler Kletter-Monkey-Move gewesen, oder? So, was haben wir denn noch hier an Missionen? Wo sind sie denn? Da sind die Missionen.
So langsam. Chuck Neckers geheime Versteckte mit Geld und Wertsachen infiltrieren und für die Bruderschaft ausblenden. 5-Sterne-Mission. Also langsam lichtet sich auch die Mission, also so viele sind es ja auch gar nicht mehr. Ja, und das hier. 5-Sterne-Mission, komm. So. Ja, irgendwie lief die letzte jetzt nicht so pralle. Aber vielleicht die nächste. Ich überlege gerade mal. Na, ich hab doch so dick Cash eigentlich. Ich würde auch gerne nochmal gucken, was ich mir noch leisten könnte. Jetzt mal die Monturen ausziehen. Kopf hatten wir ja beim letzten Mal, Brust. Habe ich ja überlegt, ob da irgendwas. Wow, was ist das denn hier? Wann habe ich denn das freigeschaltet? Ach ja, ich glaube durch eine Kurmission. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Musketier-Style halt. Unterarme. Jo, kaufen wir es einfach mal dazu. Jetzt brauchen wir halt nur noch einen guten Batzen an. Ja, geht in Ordnung. Also es gibt bessere Sachen, aber geht in Ordnung, würde ich sagen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch ein paar Erfahrungspunkte. Ein paar, sag ich mal. Ui, über 10.000. Warte mal, wenn wir die Dingens. Ist die Frage, haben wir Teile hier ausgebessert? Haben wir da was Geiles am Start? Lass mal kurz gucken nochmal. Lass mal das auch nochmal ganz kurz abchecken. Teile hatten wir, glaube ich, aber was Gutes, oder? War da was richtig Gutes? Na, ja, haben wir auch nicht das Beste. Da wollen wir natürlich das Beste, was es zu kaufen gibt, ist das hier. Das heißt, das kann man dann auch nochmal verbessern. Ich gehe mal davon aus, dass es hier auch 10.000 sein wird. Das heißt, da brauchen wir schon 30.000. Beine brauchen wir dann auch nochmal. Ja. Obwohl, hier verändert sich ja gar nichts, oder? Also die Hose könnte man eigentlich lassen. So von den Werten her verändert sich nichts großartig. Obwohl doch, die Gesundheit geht hoch. Ja gut, dann wollen wir das auch kaufen. Obwohl die ein bisschen schlichter aussieht. Naja, also sagen wir mal 40.000... Aufwertpunkte brauchen wir, um alles perfekt zu haben. Ey, ohne Scheiß. Warte mal, ich muss nochmal da kurz rein. Ich muss mir nochmal kurz die Waffe reinziehen. Das hat ja einen Kopf als Griff. Das ist sicher jetzt erst. Krass. Diese Waffe haben wir am Start. So, das sind die ersten Punkte für die 40.000. Dieser Kletter-Monkey-Move hier am Start wieder. Perfekt. Na komm. Na macht schon, elende Feiglinge. Glaub mir, bringt dich zum Reden. Du hast es so gewarnt. Ja! So. Okay. Ich würde sagen, dann können wir schon das erste nochmal aufleveln. Ich bin die ganze Zeit hier im Menü, aber warum auch nicht? So, Brust. Ja, ich weiß nicht, ey. Sieht das so geil aus?